Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wenn man den Antrag überfliegt, dann liest sich das erstmal sehr gut. Mehr Umweltschutz durch bessere Luft und das durch stärkere Nutzung von Bus und Bahn. Das sind Ziele, die sind richtig. Wir begrüßen Maßnahmen, bei denen erstens der ÖPNV gestärkt und zweitens die Umwelt entlastet wird. Und da hat der Senat in dieser Wahlperiode wirklich wenig bis noch nichts vorzuweisen. Das muss sich in der Tat ändern. Die Belastung der Berliner Luft mit Schadstoffen muss sinken. Doch wenn man da mal genauer hinsieht, dann wird sehr schnell klar, der Antrag der Piratenfraktion hält leider nicht, was er verspricht. Ach, Herr Lauer, dann stellen Sie eine Frage oder hören halt einfach zu. Die Kommentare von Ihnen sind jetzt nicht hilfreich in der Sache. Der Antrag widmet sich beispielsweise dem Thema. Der Herr Lauer will unbedingt eine Frage loswerden. Meine Herren, ich glaube, ein bisschen Disziplin taugt. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Natürlich. Lauer? Bitte, Herr Er hat Lauer. Anscheinend Druck. Ich bin einfach nur von Ihrer Rede genervt, aber Herr Gelper, um ganz ehrlich zu sein, bei Bündnis 90 Die Grünen, weil Sie ja alles schon immer besser wissen und so, wo ist denn Ihr Änderungsantrag, der genau das, was Sie jetzt an dem Antrag kritisieren, genau behebt? Wo ist er denn? Wann kommt er denn? Wann dürfen wir denn damit rechnen, dass Sie sich dazu herablassen und uns damit beglücken? Ja, Herr Lauer, Sie sind jetzt auch schon seit 3,5 Jahren im Parlament. Sie wissen, da kommt so eine Ausschussberatung, da stellt man dann Änderungsanträge, wenn man sie denn für möglich und nötig erachtet. Und da werden wir dann schauen, ob dieser Antrag, rettbar ist. So, und jetzt kommen wir zum Thema zurück. Der Antrag widmet sich zum Beispiel dem Thema Ozon. Und da wurden die Zielwerte der Bundesemissionsschutzverordnung nur im aktuell erlaubten Rahmen gerissen. Das sagt der Antrag auch nicht falsch. Und das kann auch keine Entwarnung bedeuten, das ist auch klar. Als Grüne sagen wir klar, jede Überschreitung ist eine zu viel und auch da sind wir wahrscheinlich im Konsens. Gegen die Ozonwerte, die nachweislich bei vielen Menschen zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen, macht der Senat auch einfach zu wenig. Auch hier ist der Senat in der Pflicht ganz klar. Die Erfahrungen mit den Ozonregelungen der 90er Jahre allerdings haben eines ganz klar gezeigt. Zeitlich oder räumlich beschränkte Aktionen sind zur Emissionsminderung kaum effektiv. So auch zum Beispiel das Umweltbundesamt. Fahrverbote sind nur in sehr speziellen und nur speziellen Situationen und nur sehr teilweise erfolgreich, zum Beispiel in Tal- und Beckenlagen. Und wer sich Berlin anschaut, davon haben wir hier bekanntlich nicht so viele. Das heißt, solche Verbote bringen Berlin nichts und da liegt der Antrag falsch, aber soweit traut sich der Antrag ja noch gar nicht. Besser sind dauerhafte Maßnahmen, die den Ozonwert senken, zum Beispiel Förderung des Radverkehrs oder des ÖPNVs. Und da muss Berlin in der Tat nachlegen. Da geht der Senat in die vollkommen andere Richtung, fördert den Autoverkehr mit neuen Straßen und Autobahnen, wo er nur kann. Und das ist der falsche Weg und das sollten wir gemeinsam ändern, Herr Lauer. So, und vielleicht noch jetzt mal ein bisschen detaillierter für auch Sie, Herren Kollegen. Im Antrag haben die Piraten auch für Stickstoffoxid einen Grenzwert als Kriterium angegeben und diesen mit 40 Mikrogramm pro Kubikmeter beziffert. Dieser Wert wird in nahezu allen verkehrsnahen Messpunkten sehr häufig überschritten, das stimmt, aber es handelt sich um den Jahresmittelwert, der natürlich an vielen Tagen erreicht und übertroffen werden kann und nicht nur an einzelnen besonders kritischen Tagen. Das ist ein dicker Fehler in diesem Antrag. Anders formuliert, dieser Wert eignet sich als Kriterium schlicht und ergreifend nicht. Aktionen an allen diesen Tagen wären vielleicht ein Schritt hin zum kostenlosen ÖPNV, um aber die Emissionen nachhaltig zu senken, taugen sie nichts. Da braucht es kontinuierliches Handeln und eben nicht Placebos. Ein weiteres Beispiel. Beim Einstundenmittelwert wurde der Grenzwert 2013 am Hardenbergplatz 8-mal überschritten. Das war im gesetzlichen Rahmen, der sieht 18 Überschreitungen vor. Trotzdem muss man sich fragen, was der Grund für diese hohen Werte an diesem speziellen Ort sein könnten. Die Antwort ist in der Tat der starke Busverkehr. Wenn wir den Antrag also konsequent zu Ende denken, Herr Lauer, was würde denn dann wohl passieren, wenn wir jetzt den ÖPNV an dieser Stelle noch mehr befeuern? Genau, mehr Busverkehr führt zu mehr Busnutzerinnen und der bessere Vorschlag wäre also an dieser Stelle, Herr Kollege, der schweigt und guckt in seinen Laptop, der bessere Vorschlag ist, den Fuhrpark zu erneuern und das ist So. Da ist der Senat seit Jahren zögerlich und da müssen wir ran. Wir brauchen einen modernen Fuhrpark und auch, glaube ich, da können wir Konsens herstellen.
Herr Gelper, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Herberg? Gerne. Bitte. Habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass Bündnis 90 Die Grünen es besser finden, wenn 50 Leute alleine ein Auto benutzen, als 50 Leute in einem Bus sitzen? Klare Antwort, nein, da haben Sie mich nicht richtig verstanden. So, und aber kommen wir zurück zum Antrag, würde ich vorschlagen. Zum Beispiel ist eine große Frage gewesen, als wir den Antrag uns durchgelesen haben, wie wollen Sie denn im Vorfeld informieren? Wie soll das rechtzeitig die Autofahrerinnen und Autofahrer erreichen, die dann in den ÖPNV umsteigen sollen? Da drückt sich der Antrag um eine Antwort rum, weil es, da sind wir vielleicht uns auch einig, wenn die das im Autoradio morgens beim Losfahren hören, dürfte es etwas zu spät sein. Gleiche Frage geht in Richtung BVG. Wenn wir mehr Nutzerinnen des ÖPNV haben, müssten wir natürlich auch mehr Busse und Bahnen bereitstellen. Auch die BVG und die S-Bahn müssen also informiert werden. Dazu kein Wort in dem Antrag. Das heißt, von einem temporären Nulltarif können nicht alle, also das wirkt nicht so, wie Sie es vorstellen. Und vor allem würden vor allem die profitieren, die bislang keine ÖPNV-Stammkunden sind. Die Stammkunden hingegen hätten dann mit überfüllten Bahnen, mit verpassten Anschlüssen, mit Verspätungen zu tun. Und zwar ganz gerecht, Herr Baum, das wird Sie wohl überzeugen, so ganz gerecht ist das nicht. Sie haben auch drei Worte zu den Kosten gesagt. Wir sind auf mindestens 20 Millionen gekommen, die das bei 23 durchschnittlichen Überschreitungstagen kosten würde. Das zahlt die BVG nicht aus ihrem Werbeetat, wie das gestern eine Zeitung behauptet hat. Nee. Und vor allem müssen wir uns mal vorstellen, was wir von 20 Millionen machen könnten im Angebot des ÖPNV oder beim Radverkehr. Und in der Tat, so kommen wir zu dem Schluss, der Antrag ist bislang nicht zu Ende recherchiert und teilweise sachlich einfach falsch. Das heißt, mehr Fragen als Antworten. Was allerdings der Antrag zugute zu halten ist, der Senat wird hier an seine Pflichten erinnert, die er nicht wahrnimmt, und das ist absolut zu begrüßen. Aber auch nur das.